Mein Name ist Köksal Baltaci und für den Beruf bin ich Journalist bei der Tageszeitung Die Presse. Seit 4 Jahren bin ich mittlerweile in Wien und arbeite in den Ressorts Innenpolitik und Chronik. Meine Motivation hole ich mir eigentlich durch meine naturgegebene Neugier. Ich bin schon immer relativ neugierig gewesen, was politisches Geschehen angeht und so weiter. Und da brauche ich eigentlich keine extra Motivation. Das, was so um uns herum geschieht, genügt für mich als Antrieb, diesen Job zu machen. Bei einem Schulbesuch ist mir wichtig, dass die Schüler dort wirklich alle ihre Fragen beantworten können, dass sie genug Zeit haben, um von diesen Integrationsbotschaftern, auf die sie sich immer freuen und sie sind auch immer sehr gut vorbereitet, wirklich was mitbekommen, dass sie sämtliche Fragen stellen können, die sie auf dem Herzen hatten und nach diesem Schulbesuch der Meinung sind, okay, dieser Beruf ist für mich interessant oder nicht interessant. In meiner Rede an die Nation über Integration würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir noch aufmerksamer darauf achten sollten, dass wir aus der Vergangenheit lernen, aus den Geschehnissen bisher, und dass wir weiterhin nicht glauben sollten, dass Integration beiläufig passiert, dass es von selbst passiert, sondern dass wir uns aktiv darum bemühen müssen, nach Möglichkeit in einem positiven Kontext. Ehrenamtlich betätige ich mich auch aus egoistischen Gründen, wenn man so will, weil ich wie viele andere natürlich Interessen und Hobbys habe, die ich gern ausleben würde, für die aber niemand bezahlen will. Früher bin ich aus diesem Grund mit der Rettung mitgefahren, um eben mehr über dieses Berufsbild zu lernen, um mit dem Rettungsauto mitzufahren, und habe da auch eine Ausbildung gemacht, das war großartig. Warum ich sehr gern bei Zusammen Österreich mitmache, neben den erwähnten Gründen, ist die Tatsache, dass ich wirklich viele Freunde da kennengelernt habe oder viele Freunde gewonnen habe im Laufe der Zeit. Einige von den Integrationsbotschaftern sind sogar sehr enge Freunde geworden. Wir tauschen uns aus, treffen uns auch privat, und das sind eben sehr schöne Nebenaspekte von ehrenamtlichem Engagement.